Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, ich war eigentlich sogar schon an dem Punkt dort hinten, wo wir hin sollen. Dann gab es wieder eine Fehlermeldung. Und dann war ich hier. Und dann war ich so genervt davon, dass ich erstmal ausgemacht habe. Und erstmal ein bisschen durchgeatmet. Ich habe erstmal was gegessen, ein bisschen getrunken. Also, wohl trinken tue ich eigentlich den ganzen Tag. Also, jetzt kein Alkohol. Aber ich habe erstmal ein bisschen den Gemütszustand runtergefahren. Und ja. Das Problem ist, ich habe nämlich versehentlich die Fälscher gefunden. Obwohl ich eigentlich nur die Frau retten wollte. Und ich würde jetzt gerne dafür sorgen, dass ich erst die Frau rette und dann die Fälscher finde. Ich habe zwar nicht gemerkt, dass dadurch irgendwelche Nachteile entstehen, aber man kann ja nie wissen. Hier war doch gerade jemand. Ja. Ist ja klar, was auch sonst. Jetzt bin ich aber gespannt. Eigentlich wollte ich jetzt nicht daran gehen, aber jetzt muss ich es herausfinden. Es scheint also immer jemand in den Gebüschen zu lauern, wenn sowas ist. Das sollten wir uns merken. Ich finde es auch toll, dass die KI total bescheuert ist, dass sie nicht merkt, dass wenn wir herausfinden, dass die uns auflauert. Müsste doch eigentlich eine KI irgendwas machen. Ich finde es gut. Also komme ich hier irgendwo, ne? Weil jemanden so locker einfach mal niederzuschlagen, ist ganz gut. Ne? Verdammt, ich glaube, ich muss mal die Karte öffnen. So, man merkt, ich habe schon wieder viel, viel bessere Laune. Okay, ich müsste jetzt hier runter. Hier durch. Um dann da hinten irgendwo hinzukommen. Passt mal auf, wir machen mal. Nach Rovne? Ne, wir machen eine Schnellreise nach Samopetsche. Ach krass, da gibt es einen Weg übers Wasser. Das ist interessant. Oder das Spiel dachte sich gerade, ach komm, weißt du, hat auch keinen Bock mehr. Ich hätte auch noch gern die Funktion, dass man es einfach mal unterbrechen kann. Die Wanderschaft, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt hier, oh, ich bin mitten im Wald, ich möchte gern noch was im Wald besorgen, jetzt hier so, stopp. Gott, ich bin ja noch ein Pferd. So, hier habe ich jetzt eigentlich nichts weiter zu schaffen.
Ah, ich nehme den gleichen falschen Weg wie letztes Mal. Dann gehen wir gleich direkt durch den Wald. Also die Aufnahme, die abgebrochen ist. Na, die Fischreuse interessiert mich jetzt relativ. Was mir aufgefallen ist, und zwar vor ein paar Folgen, nee, ich glaube vor der letzten Folge, als ich gelaufen bin von Ratai nach Sasau. Das Schwindemesser von hier, sonst setzt was. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ich gehe jetzt wieder genau dahin, wo ich... Verdammt, das wird so nichts. Ich sollte mich eigentlich nicht in diesen Kampf einmischen, aber wann tue ich mal, was ich sollte? Boah, wie der sich zusammengesackt. Redest du mit mir? Bestimmt du, der da nur so rumsitzt. Gefesselt. Ja, so. Hey! Hey! Sadist, ich hab den gerade zum Bluten gebracht, indem ich den K.O. haue. Dich braucht so keiner mehr. Du bist ein Händler. Ich kann auch keinen Händler töten. Noch ein Händler. Was ist zum Teufel? Ach, was soll's eigentlich? Wow. Oh. Natürlich, es wäre stehlen. Ich nehme aber das Geld an mich. Auch wieder stehlen. Lazarus-Elixier. So, nehmen wir auch mal mit. Ich hätte vielleicht die Händler nicht unbedingt umbringen sollen, aber... Der Kumane! Bin immer nicht. Das kann nicht sein, dass das hier der einzige Kumane war. Na, da liegt noch was. Ein Bandit? Oh, sieh einer an.
Den machen wir auch noch nackig. Ob die immer noch hinter sie hinter dem herrennen? So, was ist das Ding denn wert? Oder bringt mir das was? Ne, mir bringt das nichts und was. Oh, was wird in die Satteltasche? Alte Stiefel, die sind nichts wert. Wert. Nichts wert. Sprich mal einen Eujucken Moment. Engelrote Beinlinge, das ist natürlich. Wow. Ist aber was wert. Ist nichts wert. Jetzt habe ich die Händler auch getötet. Gut. Da ging was mit mir durch. Ich frage mich, wo die hingerannt sind. So, erstmal schlafen. Und bis es ein bisschen heller wieder wird. Ach, das war nur so ein Holzstamm, der ein bisschen komisch aussah. So, wir müssen da irgendwie hoch. Dann gehen wir hier lang. Ich höre die ganze Zeit irgendwo jemanden flüstern.
Aha, nichts. Was hast du hier zu suchen? Mit Typen wie dir mache ich kurz einen Prozess. Ihr seid doch nur geschickt. Aber was ist die Hölle? Lass es, Junge. Lass es doch. Gut. Na gut, du gewinnst. Ich gebe auf. Hinfort mit dir. Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. Wie du willst. Ja, immer schon an die Klinge packen. Schon ganz nett, diese kleinen Überfälle. Kann man immer ein bisschen was bekommen. Hier hinten ist voll das Niemandsland irgendwie. Obwohl, da hinten sind ein paar Häuschen. So still hier. Ich höre und sehe nichts. Und das ist ein Problem. Kann ja auf der Karte vielleicht was sehen. Komisch, dass bei einem Unfallort immer Alkohol im Spiel ist.
Okay, aber wo ist der Eingang? Was ist hier los? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Findest du? Alarm! Das wird eine Freude! Scheiße. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hier rüber! Ich schlachte dich ab! Was ist denn hier los? Ah! Du bist tot! Mist! Komm her, du Weichheit! Ja! Der Scheiße! Du wirst leiden! Genug! Was war das? Der war schon tot. Sieh an, was da unter dem Stein hervorgekrochen kommt. Zu den Waffen! Hier rüber! Mehr hast du nicht drauf. Hey, wir alle, wir sammeln. Schlag Alarm. Dafür bringe ich dich um. Hau dich doch. Soll das etwa alles sein? Und einer von denen wird den Schlüssel haben. Okay, hier bist du nur einer. Komm her, du Weichei! Jetzt bist du. Oh je, hat das weh getan? Wer ist da? Ah, sein Kumpel steht da hinten. Was ist hier los? Ich kann den nicht looten.
Vielleicht muss ich auch nicht ihn töten. Das Schwert hier ist um einige schlechter. Das wollte ich gar nicht. Ah, egal. Nicht so schlimm. So, was noch? Perfekt. Ne, ich wollte noch bei dem anderen Typen gucken. Ah, jetzt kann ich. Der ist besser. Und jetzt zu ihr. Lustig, jetzt so eine Zwischensequenz, wo die uns umhaut oder so. Ich tue alles. Nur bitte. Die tun dir nichts mehr. Wie hast du mich gefunden? Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. Es ist nicht seine Schuld. Er hatte schreckliche Angst, dass dir etwas zustößt. Sie hatten ihn in der Zange. Du hast wohl recht. Der arme Florian hatte bestimmt mehr Angst als ich. Vermutlich. Wir sollten aufbrechen. Ich begleite dich. Ich möchte dich nicht allein lassen. Ja, ist auch besser. Wir müssen zwar dann wieder hier hinreiten, aber das muss gemacht werden. Eine Dame geleitet man immer nach Hause. Oh, das kann jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern.
Na gut, geht eigentlich. So, da ist sie, aber wir machen hier erstmal ein Folgenpäuschen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.